Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist wieder meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia. Grüß dich Birgit. Ja, heute haben wir ein Thema, das wäre so ganz nach meinem Geschmack, nämlich abnehmen ohne was zu tun. Ich lese gerne, muss ich gestehen, so Gala, Bunte. In der Bunten waren wir übrigens schon mit unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Und da sind sie dann auch, diese Anzeigen, die versprechen, so schluckst du eine Pille und Fett ist weg, ob Tropfen oder Tees. Also diese Wundermittel. Und gibt's das wirklich? Funktionieren die? Also ohne, dass du was dafür tust, du hungerst nicht. So sind ja die Versprechen. Gibt's das oder ist das vielleicht sogar gesundheitsschädlich? Darüber sprechen wir heute mit unserem Experten. Grundsätzlich bin ich ja dafür, dass jeder seine Kurven so lieben sollte, wie sie sind. Aber es gibt ja doch immer wieder Menschen, die halt abnehmen müssen oder eben vielleicht auch unbedingt wollen. Und dann ist sowas natürlich sehr verlockend. Ob das, wie gesagt, was bringt, darüber sprechen wir heute mit unserem Experten. Das ist Dr. Jörg Noé. Er ist niedergelassener Arzt mit eigener Praxis in Nürnberg. Dr. Noé ist Internist, Ernährungsmediziner und Sportmediziner. Schön, dass Sie uns heute unterstützen. Ja, grüß Gott. Ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein. Schön, dass Sie mit dabei sind, Dr. Noé. Fangen wir doch mal an mit den pflanzlichen Fettverbrennern. Pflanzlich klingt ja erstmal gut und gesund. Und angeblich sollen diese Mittelchen den Stoffwechsel ankurbeln und damit soll man abnehmen. Funktioniert das? Es ist so, wenn Sie jetzt bei den pflanzlichen Mitteln die Algen zum Beispiel, oder nehmen wir gleich mal die Algen her, da ist Spirulina, das gilt ja als der Turbo unter den Algen und unter diesen pflanzlichen Abnehmemitteln. Spirulina ist in der Tat sehr, sehr proteinreich. Es ist als Quellenmittel, führt es dazu, dass eben schnell ein Sättigungsgefühl zustande kommt. Und es hat einen hohen Anteil an essentiellen Aminosäuren, insbesondere das Phenylalanin, ein natürlicher Appetitzügler, der auch eben die Heißhungerattacken nehmen soll. Ich nehme jetzt Spirulina zum Entgiften. Abgenommen habe ich damit noch nicht, aber Sie sagen, das funktioniert. Das ist ein Entgiftungsmittel, ist richtig, soll Quecksilber und verschiedene Schwermetalle binden, aber es ist auch ein Mittel zum Abnehmen. Also zumindest wird es so von den Herstellern angeworben und angepriesen. Jetzt haben Sie gerade Aminosäuren angesprochen. Was ist das denn? Aminosäuren sind die Einzelbestandteile der Proteine, der Eiweiße. Mhm. Ja, jetzt die Idee dahinter, wie gesagt, langsamer Stoffwechsel fördert Übergewicht, ein beschleunigter Stoffwechsel durch all die Kapseln, Tröpfchen und Tabletten, was es da so alles gibt, sollen quasi den Stoffwechsel anwerfen und dann nehmen wir ab. Jetzt schreiben natürlich viele, ich habe hier mir gestern erst noch aus einer Zeitung was rausgeschnitten, da stand dann zum Beispiel, die Kapseln aus grünem Kaffee und Guarana können Fettzellen regelrecht austrocknen und so die Verbrennung von Körperfett beschleunigen. Funktioniert das wirklich so, dass ich mein Essverhalten überhaupt nicht umstellen muss und trotzdem dann abnehme? Ich habe ja da sehr viele Patienten, die abnehmewillig sind und abnehmen möchten, aber ohne ein Dazutun funktioniert es sicher nicht. Also das habe ich zumindest nicht erlebt. Wir sagen heutzutage, 70% muss über die Ernährung erfolgen, wenn man abnehmen möchte. Und es wäre natürlich auch gut, sich zu bewegen. Also hier geht es um ungefähr 30% Bewegung. Es wäre eine gute Mischung. Und wenn Sie jetzt den grünen Kaffee ansprechen, dann scheint es in der Tat so zu sein. Wir kennen ja den normalen Kaffee. Wäre schön, wenn wir uns, weil es ja sehr viele Leute drin mit normalem Kaffee, wenn wir da abnehmen könnten. Kaffee gilt ja als Müdigkeitsbekämpfer und steigert die Konzentration. Aber leider haben wir im Kaffee, der Kaffee ist geröstet. Und Bestandteile des Kaffees sind Tannine, Koffein und die Chlorogensäure. Und die Chlorogensäure, das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Diese Chlorogensäure hat zwei wesentliche Eigenschaften. Zum einen ist es ein Antioxidant. Das heißt, die Zellen, der Zellkern, unsere genetische Information wird vor toxischen Stoffen geschützt. Und sogar vor ionisierender, also vor radioaktiver Strahlung. Das ist also ein Punkt. Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass die Chlorogensäure weniger Glucose, also Zucker, aus der Nahrung aufnimmt. Aber das kann leider bei einem normalen Kaffee nicht funktionieren, weil durch die Röstung die Chlorogensäure zerstört wird oder zum größten Teil zerstört wird. Hier könnte grüner Kaffee Abhilfe leisten. Beim grünen Kaffee
werden die Kaffeebohnen nicht geröstet. Es sind dann auch nicht die Kaffeebohnen, sondern die Kerne der Kaffeekirschen, die diesen Effekt dann vermitteln. Aber wie gesagt, keine Röstung. Aber es klingt ja schon mal gut, genauso wie der Geheimtipp aus den sozialen Medien. Da heißt es, Cognac oder Teufelswurzel hilft beim Abnehmen. Wie funktioniert denn diese Teufelswurzel? Also es ist eigentlich die Teufelszunge. Das ist eine Knolle, die kommt aus Südostasien. Und die kennen wir eigentlich schon seit 3000 Jahren. Wirkstoff ist hier Glucomannan und das ist wirklich ein Bombenballaststoff. Der bindet bis zu das 50. seines Gewichts an Wasser und wirkt hier natürlich sehr gut quellend. Diese Cognac-Bohne kann dadurch dann eben durch die vermehrte Sättigung hier eine Gewichtsabnahme bewirken. Zudem haben wir bei 100 Gramm Ballaststoffen nur 12 Kilokalorien. Das heißt, es ist weniger als die Salatgurke hat. Und die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Arzneimittelsicherheit, die hat auch bescheinigt, dass es da einen Effekt gibt. Aber wie schon eingangs erwähnt, die Leute müssen andere Maßnahmen treffen, nämlich sich kalorienarm ernähren. Und es gibt keine Studie, die länger als 3 Monate gelaufen ist. Und Cognac hat nichts mit Alkohol zu tun, also die Cognac-Bohne. So der Cognac wird mit COG geschrieben und die Cognac-Wurzel mit Konrad, Otto Nordpol Julius. Ja, vom Cognac nimmt man wahrscheinlich tatsächlich nicht ab, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber tatsächlich, Sie haben es gerade angesprochen, da sind viele Ballaststoffe drin, das ist wahrscheinlich auch sehr faserreich, da muss man wahrscheinlich dann auch viel dazu trinken. Ein möglicher Nachteil, es gibt auch Leute, wenn die abends Salat essen, sind ja auch Ballaststoffe, dass sie dann ein Völlegefühl und Blähungen bekommen. Auch das kann natürlich bei dieser Cognac-Wurzel passieren. Deswegen, wenn man sich damit abzunehmen versucht, langsamer rantasten. Ganz wichtig. Bei der Cognac-Wurzel gibt es auch Mehl. Also es wird auch Mehl daraus gemacht und daraus dann Nudeln. Also es ist schon ein bisschen abwechslungsreich. Kreuzkümmel ist auch so ein Wunderzeug. Ich liebe es in meinem Curry. Ich liebe es, damit zu würzen. Bringt das was? Wesentliche Bestandteile sind die ätherischen Öle, das Cuminaldehyd. Und dieses Cuminaldehyd soll in der Tat die Verdauungssäfte anregen und auch letztendlich zu einer Fettverbrennung führen. Es ist wie bei ganz vielen Gewürzen, aber doch eigentlich, gerade aus der asiatischen Küche, ne? Sagt man das. Kurkuma oder sowas hätten ja angeblich den ähnlichen Effekt, ne? Dass sie so anregen. Ganz genau. Sollen auch das Völlegefühl beseitigen, sollen angenehm für den Magen sein. Im Prinzip auch wenig Nebenwirkungen. Nur eines, der Diabetiker sollte das nicht nehmen. Es kann nämlich zu Unterzuckerungen führen. Und ganz, ganz selten wurden auch mal lebertoxische Wirkungen festgestellt. Aber wie auch Paracelsus gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Wir haben natürlich im Vorfeld fleißig recherchiert. Wir konnten unmöglich alles selber testen. Also da hätten wir, Sie haben es ja selber gerade gesagt, die Studien, keine wurde länger als 3 Monate durchgeführt. Da hätten Birgit und ich, glaube ich, schon Anfang des Jahres anfangen müssen mit all den Tröpfchen und Tabletten und Pillen, die es da gibt. Jetzt habe ich mal so geguckt, wie es bewertet wurde, auch im Internet bei vielen. Viele haben geschrieben, bei manchen Sachen Übelkeit, Sodbrennen, schlechter Geschmack, Kopfschmerzen, Herzrasen zum Beispiel auch tatsächlich. Haben Sie das bei Patienten in Ihrer Praxis auch bei ähnlichen Produkten, sage ich mal, erlebt? Ja, gibt es immer wieder. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wenn Sie heutzutage eine Aspirintablette nehmen, sehen Sie auch auf dem Waschzettel alle möglichen Nebenwirkungen. Alles, was mal beschrieben wird, ob das jetzt mit dem Präparat in Zusammenhang zu bringen ist oder nicht, wird aufgeführt. Und es ist natürlich häufig auch ein subjektives Empfinden, was die Leute dann und die Patienten sagen. Jetzt habe ich noch eine Frage zu Tropfen aus Seetang. Wir hatten ja vorhin schon Spirulina. Diese sind meistens aus Braunalgen. Hat das auch einen Effekt? Ja, also das hatte ich eben, wie eingangs auch erwähnt, hatte schon einen stoffwechselaktivierenden Effekt, einen verbrennenden Effekt. Eben auch durch diese quellende Wirkung wird ein Sättigungsgefühl erreicht. Aber auch hier gilt, ohne entsprechende weitere Maßnahmen, kalorienarme Ernährung, wird es vermutlich nicht funktionieren. Und man muss noch sagen,
Seitan oder Algen haben ja sehr viel Jod. Das ist auf der einen Seite hier in Bayern, wir leben in einem Jodmangelgebiet, sehr gut. Allerdings Leute mit Schilddrüsenerkrankungen müssten vorsichtig sein. Hier könnte theoretisch auch mal eine Überfunktion resultieren. Jetzt würde sich mancher denken, vielleicht Überfunktion ist doch super, das macht schlank. Ja, regt den Stoffwechsel an, ne? Man führt zu einer Grundumsatzsteigerung, aber letztendlich, wer eine Schilddrüsenüberfunktion hat, hat vielleicht gefangen dann, dass er abnimmt, aber es kann sich leider auch auf das Schlafen auswirken negativ und vor allem auch Herzrhythmusstörungen hervorrufen. Also, das ist nicht lustig. Also mein Papa hatte das auch, der war von jetzt auf gleich sowas von dürr, so viel konnte der gar nicht mehr essen. Also der musste erst wieder eingestellt werden, die Schilddrüse. Also man kann, glaube ich, jetzt schon mal so als Zwischenfazit so ein bisschen auch sagen, diese ganzen Präparate, wir wollen jetzt gar keine namentlich nennen, weil viele Wirkstoffe eigentlich von der Kognakwurzel, dann eben die Spirulina, der Seetang, die grünen Kaffeebohnen und vieles mehr, Bromelain, kommen wir auch gleich noch drauf, in vielen Produkten ist, also von vielen Herstellern, da wollen wir jetzt keinen hervorheben oder abwerten. Aber eins kann man schon sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, nur davon, die nehmen, schlank werden, geht nicht. Also man muss immer was tun und am besten vielleicht in Absprache mit dem Arzt dann auch. Absolut, so ist es. Vor allem über längere Zeit etwas zu versuchen, ohne die Rückkopplung mit dem Arzt, könnte auch gefährlich werden. Silvia, du kennst die auch, ne? Diese Vorher-Nachher-Bilder, wo du immer denkst, oh, das brauche ich auch. Was haben die gemacht? Oder ist es vielleicht doch retuschiert, weil es manchmal so unglaublich ist, ja? Also ich habe es tatsächlich, ehrlich gesagt, bis vor kurzem nicht hinterfragt, weil man glaubt das ja. Aber tatsächlich, bis ich dann mal eines der Models erkannt habe und gesagt habe, das ist niemals die Hausfrau XY aus, sondern das ist doch, die kenne ich doch und ich kenne die persönlich und die war immer schon dünn. Und insofern ist da manches für mich schon unseriös. Da geistert ja auch seit einiger Zeit so ein Produkt durch die sozialen Medien, wird sehr amerikanisch beworben, auch durch eine Fernsehserie. Und da siehst du eben diese Vorher-Nachher-Fotos, wie du es gerade sagst. Und dann ist mir aufgefallen, genau der gleiche Produktbeschreibungstext, aber wirklich genau der gleiche, den gibt es auch nochmal für eine Kosmetik. Da haben die einfach nur eben dieses Schlankheitsmittel durch Kosmetik ersetzt. Und das kommt mir dann schon sehr unseriös vor. Also aber jetzt hast du schon ein bisschen Spannung aufgebaut. Jetzt wollen alle wissen, von welchem Produkt du da eigentlich redest. Und das sind Tropfen, die den Körper angeblich in eine sogenannte Ketose versetzen. Dr. Noé, können Sie uns das erklären, was das ist? Ja. Also die Ketoseernährung, vielleicht mal vorweg, es gibt auch die sogenannte Ketoazidose. Das muss man vielleicht mal, um überhaupt die Physiologie zu erklären, vorweg schicken. Also die Ketose entsteht oder die Ketoazidose entsteht bei Diabetikern. Und zwar bei einem fortgeschrittenen Diabetes mit Insulinmangel. Wenn der Körper zu wenig Insulin produziert, verbleibt die Glucose nicht verstoffwechselt im Blut. Und jetzt bedient sich der Körper eines anderen Stoffwechselweges. Er möchte ja das Gehirn weiter versorgen, kann man dann ins Hungerzuständen. Und dabei entstehen sogenannte Ketonkörper. Also Aceton, Beta-Hydroxybutyrat, Acetoacetat, so heißt es. Und die kumulieren dann im Extrazellularraum und im Blut und können dann eben sich anhäufen und dann zu einer sogenannten Ketoazidose führen und im schlimmsten Fall zu einem ketoazidotischen Koma, was natürlich lebensgefährlich ist. So, das ist jetzt vorweg mal gesagt. Also hier versucht der Körper, wie gesagt, wenn er Glucose nicht mehr zur Verfügung hat, Fett abzubauen und dabei entstehen Ketonkörper. Und was Sie jetzt meinen, sind diese Ketotropfen. Hier wird also ein Zustand erreicht werden, ein Ketosezustand. Das heißt, es ist die extreme Low-Carb-Ernährung. Wir wollen also nicht mehr, dass wir Kohlenhydrate verbrennen. Ich sage gleich nochmal was, warum das physiologisch schlecht ist. Wir wollen also Fett abbauen und bei diesem Fettabbau entstehen die Ketonkörper und glücklicherweise können diese Ketonkörper vom Gehirn verstoffwechselt werden. Deswegen funktioniert das auch. Und warum ist es schlecht? Warum sagen wir immer, wir wollen die kohlenhydratarme Ernährung? Immer wenn wir Kohlenhydrate essen, wird Insulin ausgeschüttet. Ich spreche jetzt von normalen, gesunden Menschen, wird Insulin ausgeschüttet und die Kohlenhydrate, die Glucose wird in die Zellen eingebaut.
Leider werden bei hohen Insulinspiegeln wird immer noch Fett mit aufgebaut. Und im Gegenteil, die Fettverbrennung wird gehemmt. Deswegen sagt man, die kohlenhydratarme Ernährung würde dann eben zu einem besseren Fettabbau verhelfen. Aber es ist unterm Strich eben gar nicht so gesund eigentlich. Also die Ketose-Ernährung, wenn man sie richtig durchführt und auch wiederum den Arzt mit einbindet, kann man machen. Und Sie sprechen ja von diesem Ketose-Tropfen. Hier bewirbt ja der Hersteller, wenn ich das noch kurz anmerken darf, der Hersteller bewirbt ja ein Präparat, in dem Hanföl, danke, ein Hanfölextrakt, ein Aminosäureextrakt und Olivenölextrakt drin ist. Und dieses Extrakt soll dann eben diese Ketose herbeiführen, nebenbei auch zu einer Sättigung führen. Hanföl im Übrigen hat auch positive Wirkungen auf die Endokannabinoide, das sind also in unserem Körper Cannabis-ähnliche Substanzen. Und hier wird der Cannabis-Rezeptor blockiert von diesem Hanföl und das wiederum führt zu einer verminderten Gewichtszunahme. Ich kann diese Tropfen, wenn man jetzt diese Zusammensetzung bewertet, kann ich immer nur Eigenschaften von diesen Substanzen sagen. Ich kann auch hier wieder sagen, die Aminosäuren, die da drin sind, sollen dazu führen, dass schneller ein Sättigungsgefühl einsetzt und dass Heißhungerattacken unterbunden werden. Aber wenn man im Internet schaut, dann findet man keine Aussagen von irgendeiner Lebensmittel- oder Arzneimittelbehörde. Es ist auch für Menschen unter 18 Jahren, wird es überhaupt nicht empfohlen. Also mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, so ist es mit allen Wundermittelchen. Ja. Ja, danke schön, Dr. Noé. Silvia, da war wieder viel drin heute. Das große Wunder, finde ich, ist ein bisschen ausgeblieben. Aber an jedem Mittel ist was dran. Also jedes Mittel haben wir jetzt so ein bisschen erklären können. Und vielleicht muss man das ja nur für sich finden. Vielleicht ist es ja eine Motivation, wenn so ein bisschen was geht. Ich habe ja auch natürlich viele Nutzerbewertungen angeguckt, also seitenweise, und bei vielen steht schon dabei, hat mir was gebracht, habe abgenommen, aber wenn man ehrlich ist, dann sind das oft Gewichtsverluste von 3 bis 4 Kilo über einen Zeitraum von mehreren Monaten. Denke ich mir, schaffe ich vielleicht ehrlich gesagt auch so, wenn ich auf Ernährung und Bewegung achte. Ja, also das Wunder gibt es zwar immer wieder, aber das große Wunder, wie gesagt, konnten wir heute nicht aufdecken. Aber es ist doch vielleicht so ein Anstoß und manches hilft vielleicht und ist ja auch gesund, ob man jetzt Spirulina isst oder Kreuzkümmel oder auch irgendwie Tees, zu denen sind wir gar nicht gekommen, Brennnesseltee. Genau, richtig, Bromelain wurde ich noch angesprochen, Ananasenzym, genau. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, spart euch das Geld und kauft euch auch lieber vielleicht schöne Klamotten, die eure Kurven dann entsprechend in Szene setzen. Das ist auch ein schöner Tipp. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bleibt gesund, alles Liebe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.